Ja, hallo Matthias, wir sind hier am Stand von Rucker. Was habt ihr Neues mitgebracht für die kommende Saison 2012? Hallo Nils, ja, wir haben einige Neuheiten, die wir mitgebracht haben. Aber eine der besonderen Highlights ist die Jacke, die wir hier an der rechten Seite sehen. Das ist unser Modell Airstar. Das Modell Airstar zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein Gore-Tex 3-Lagen-Laminat haben, das eben total windwasserabweisend ist, aber genauso gut sich nicht vollsaugt bei Regen und das Ganze eben hier elastisch dargestellt, sodass man also auch einen besonders hohen Komfort hat dabei. Außerdem haben wir bei dem Modell neue Protektoren, die ich mal hier zeigen darf. Das ist also die neue Protektorengeneration, die besonders komfortabel ist, weich, flexibel und im Falle des Falles, im Aufprall, eben halt sich verhakt die Moleküle, sodass der Schutz gewährleistet wird, den man beim Motorradfahren braucht. Und diese Protektoren haben wir in der gesamten Kombi einschließlich im Rücken verarbeitet. Des Weiteren haben wir hier das neue Verschlusssystem von der Firma Gore, Lockout. Das ist total einfach und easy sich bedienen lässt. Man kann hier ohne weitere Probleme 100% wasserdicht die Jacke schließen. Man sieht hier drunter eine Unterleiste, die auch weniger das Kälte nach innen dringen kann. Und am Ärmelende haben wir eine Manschettenlösung, die so komfortabel ist, dass der Handschuh, der hier zwischengeschoben wird, dass da in den Ärmel kein Wasser und kein Wind hineindringen kann. Und das ist eigentlich besonders wichtig beim Motorradfahrer, wenn er jetzt die Ärmel in der Windrichtung hält, dass da kein Wasser oder Wind eindringen kann. Das gleiche Konzept gibt es natürlich entsprechend auch bei der Hose, ist nicht nur bei der Jacke hier zu finden. Okay, jetzt sieht die Jacke durch die Features relativ figurbetont aus, relativ körperanliegend. In welchen Größen habt ihr es verfügbar? Bis zu welchen Umfängen kann man es verwenden? Also wir sind da ziemlich vielseitig aufgestellt. Die kleinste Größe fängt an bei 46 und bei dem Modell enden wir bei der Größe 62. Wir haben festgestellt, dass größere Größen sich nicht besonders wohlfühlen in so einem etwas eng geschnittenen Gewand. Aber es gibt andere Modelle bei Rucker, die auch bis 66 gehen. Und wir haben verschiedene Beinlängensysteme, sodass wir also auch individuell die Größen anbieten können. Okay, und das neue Teil hier. Wie viel muss man beim Händler investieren, um da in den Genuss des neuen Teils zu kommen? Also hier haben wir schon den oberen High-End-Bereich im Preissektor, weil wir absolut Technologien im innovativen Bereich hier einsetzen. Die Jacke kostet 1.249 Euro und die passende Hose dazu genau 1.000 Euro. Okay, danke.